Willkommen zurück zur Graceful Explosion Machine. Beim letzten Mal haben wir den Herausforderungsmodi freigeschalten und den wollen wir uns einmal ganz kurz angucken, was es damit auf sich hat. Natürlich, Warp 1 Plus und Ergebnisangriff. Gucken wir uns das mal an. Und dann, ja. Was ist jetzt Warp 1 Plus? Ist das jetzt so... Alter, ich tu dir jetzt so derbe weh, dass deine Mutter dich nicht mehr wiedererkennt, nachdem du aus dem Krankenhaus ausgewacht bist oder so, keine Ahnung. Also wundern würde es mich nicht, wenn das jetzt so ein extrem übertriebener Level ist, dass man hier nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Nein! Gut. Also ihr seht, ist... Ja, gut. Game over. Fortschritt 9,7%. Yay. Gut, also ihr seht, das sind nochmal schwierigere, sage ich jetzt mal. Und wir wollen aber trotzdem hier in den Leveln weiter. Und weiter geht es zur Quarz-Katakombia. So, Quarz-Katakombia. Was haben wir hier für Gegner? Ja, genau. Schön, dass es jetzt hier mal ein bisschen mit Grün zugeht. Grün ist ja eigentlich gar keine schlechte Farbe. Oder es ist... Der Hintergrund ist grün, aber der Rest ist so bläulich, oder? So. Ne, ihr seid mir jetzt erstmal egal. Ach, komm. Gehen wir mal schnell so um. Boah, wo kommen die denn her? Den Spawn habe ich voll nicht gesehen. Dann hätten sie mich auch nicht erwischt. Der Spawn war ein bisschen unfair. Nein! Oh, ich habe doch gedrückt. Achso, ich hatte keine Energie. Okay, ich habe nichts gesagt. Oh, verdammt. Ach, leck mich doch. Dieses Spiel. Es bringt mir noch den Verstand. Ich muss wieder mehr in Kombination mit meinen anderen Tasten arbeiten. Ich glaube, das ist viel wichtiger. Und wichtig ist auch, die Gegner mal zu sammeln. Weil dann gibt es diesen Multiplikator. Der Multiplikator kann jetzt gleich beginnen. Da ist er. So, jetzt geht's los. Versammelt euch, Kreaturen der Unterwelt, und folgt eurem Trollplay. Kommt her, kommt her, kommt. Put, 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 put. Oh, ernsthaft. Versammelt euch, ihr Kreaturen der Unterwelt. Danke. Okay. Ah! Ich brauche Energie. Ich brauche Energie. Ich hau hier einfach mal ab. Moment, hat da gerade jemand auf mich geschossen? Ist da einer, der schießen kann schon wieder? Nein, 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 nein. Ah, du bist da. Genau, den wollte ich jetzt erstmal weghaben. Weil einer, der schießt, den mag ich nicht. Den mag ich immer noch nicht. Hier noch irgendwelche Attacken? Nee, ne? Nein, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Nicht, nicht, nicht. Kommt her! Ja! Kaboom! Jawohl. So. Machen wir es mal so.
Nein, wenn man getroffen wird, dann wird er resettet. Oh, jetzt habe ich es verstanden. Das ist natürlich doof, wenn ich dann echt so einen blöden Hit hinnehmen muss, weil ich einfach nur blöd bin. Nein! Dieses blöde Ding hat mich jetzt gerade voll erwischt. Ah! Oh, Hilfe. Oh nein, oh nein, oh nein. Ja, haut sie alle um. Boah. Nein, ich komme nicht durch, ich komme nicht durch. So komme ich aber durch. Danke. Danke. Hau ihn um, hau ihn um. Boah. Wie ich daneben ziele. Aber gekonnt daneben gezielt, ne? So, Phase 2 abgeschlossen. Jetzt kommt Phase 3, Leute. Boah. Okay, immer schön in Kombination bleiben. Boah. Hier immer schön langsam. Nein! Oh, das gibt's nicht. Ich will den da haben. Oh, ich habe keine Energie. Nein! Nein! Hier ist ja fast schon ein Level, ein Part, ey. Weil ich zu blöd bin, das hier hinzubekommen. Guckt euch da die Gegnermenge an. Warum? Du blödes Ding! Ich enrage gerade. Voll Enrage-Modus. Ah, jetzt kommt der auch noch dazu. Boah. Ich hab gerade einfach mal auf alle Knöpfe gedrückt. Wird schon schief gehen. Ey, ich wurde nicht getroffen, der hat trotzdem resettet. Du bist doof. Doofes Spiel, so. Na komm. Level abgeschlossen. Ich glaube, ich habe total verkackt. Rang D. Also wenn ich irgendwann Rang Z bin, wisst ihr, alter Trueplay, du bist scheiße. Level 2. In Welt 2. Moment. Jetzt ernsthaft? Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es hier so ein bisschen jetzt gerade unfair wird, aber... Ach, ihr dürft da durch! Genau! Ich mache mit euch hundertprozentig eine Wette, ich dürfte da nicht durch. Denn ich bin orange und nicht rot und bin da also nicht feindlich, ne? Ach, der geht hin und zurück auch noch. Ach, ist ja schön. Vielleicht auch nochmal die Seite wechseln, so von unten nach oben oder oben nach unten. Hm? Alter, wie konnte der sich denn da durchbaggern, ne? Schön langsam hier Einzelfeuer. Solange es wenig Gegner sind, ist es alles im Rahmen der Möglichkeiten.
Ah, schön, da kommt ja auch wieder so einer. Genau. Den machen wir einfach mal so platt. Okay. So. Genau. Dann kommt der da noch. So, mit hier mache ich dann Hackfleisch und dann passt das. Lass mich raten, jetzt kommt der nach unten und greift von unten an. Als ob ich es geahnt hätte. Liebe Leute, ich sollte Hellseher werden. Und ich mache mit euch eine Wette, beim nächsten wird er richtig abgehen und wird dann auf beiden Seiten sein. Ich weiß, irgendwann kommt er noch zurück, aber ich will es jetzt gerade mal riskieren. Da ist er doch. Seht ihr, sag ich doch, der kommt nochmal zurück. Ey, komm! Der ist durch den durchgeschossen! Ihr kleinen Idioten, geht doch nach Hause. Au, 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 au. So, ich wollte erst jetzt erstmal aus meinem Rücken raus haben. Ach, komm. Danke. Ist das jetzt Phase 2, ne? Als nächstes kommt ja dann Phase 3, wie wir wissen. Das ist dann die Arschlochphase. So. Da unten sind die letzten drei. 1, 2, 3. Dann Phase 3 überstehen mit vielen Punkten und das wäre geil und mega und... Ich sag doch! Ah ne, da geht wieder nach oben. Und die ganzen Gegner sind alle oben? Ernsthaft? Ah ne, jetzt kommen auch so ein paar nach unten. Ja, nicht so viele. So. Oh, ernsthaft? Das war doch jetzt wieder klar. Das war sowas von klar. Ich... Oh. Ganz ruhig, Tro, ganz ruhig. Du hast hier alle Zeit der Welt hier unten. Hier unten passiert dir nichts. Rein theoretisch. Praktisch bist du aber zu blöd und lässt dich jedes Mal treffen. Solange der Strahl eigentlich durchgeht oder von beiden Seiten ein Strahl kommt, bin ich eigentlich glücklich. Das ist so geil, dass die immer nur umspawnen. Das ist eigentlich mein einziger Vorteil, den ich hier habe, um überhaupt... Punkte zu machen. Und das funktioniert auch genauso. Dass ich überhaupt Punkte mache. Boah, komm. Machen wir es halt so rum. Und ich habe das Level gleich beendet. La 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 la. Ich hab's beendet. Here we go! Oh yeah! Ergebnis Rang C. Oh man! Okay. Also ihr seht, es wird heftiger. Ihr müsst hier mit Kombos arbeiten, noch und nöcher. Und wenn ihr das dann alles hinbekommt, dann könnt ihr sagen, Alter, ich hab's voll drauf. Toll, 2,8 und meine Kombo ist vorbei, weil keine Gegner da waren oder weil ich in die falsche Richtung geflogen bin.
Na komm. Nein, du blödes. Blödes Drecksding. Diese kleinen Grünen, das sind echt die fiesesten. Ja, die anderen sind gar nicht so hart, wie man denkt. Oh. Ja, das sind meistens echt diese kleinen grünen Hinterhältigen, die da am meisten Schaden anrichten. Weil die einfach sich mal so schnell an deinen Schüssen da vorbeischlängeln. Das meine ich da. Habt ihr das gesehen? Einfach mal an mir vorbei und dann, ja. Boah, ich bin jetzt mal assi. Ich komme jetzt mal von oben. Geh mal eben so an deinem Schuss vorbei. Und dann, ja, freue ich mich, dass ich dich getroffen habe, ne? Man müsste die Waffen noch irgendwie weiter entwickeln können. So. Wenn man alle Phasen durchschafft, ohne einmal zu sterben, hat man natürlich die höchste Punktzahl. Wenn man dann noch richtig geile Kombos hinlegt, dann ist der Jackpot so gut wie sicher. Nee, 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 Jungs. Nee, 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 nicht mit mir. So, den machen wir mal so. Den machen wir auch gleich mal so. Oh. Ja, man konnte es ja mal probieren, ne? Das meine ich doch. Wo kam denn der jetzt schon wieder her? Wow. Echt, die schießen, das sind die einfachsten von allen. Danke. Ach, verdammt, jetzt bin ich auf den Knopf gekommen. So. Feuer! Oh nein, die sind auch doof. Aber eigentlich sind sie ja nicht doof, ne? Aber ja, ach, ihr wisst, was ich meine. So. So. Boah! Moment, kam mir jetzt irgendwo ein Bonus oder sowas? Boah. Komm. Ja, komm, ich sammle hier alles ein. Ja, das ist gut. Ach, verdammt, jetzt dachte ich hier schön Boni abstauben. Hab extra die ganze Zeit geschossen und dann ging das alles ins Leere. Ja. Gut. Achtet auf die Highscore. 27.123. Danke, die Energie nehme ich. Boah. So, und jetzt kommen wir hier wahrscheinlich zu diesen ganzen großen Multiplikatoren. Boah. Alter, Leute, was ist denn? Boah. Nein. Alter. Habt ihr das gesehen, was da jetzt gerade alles auf einen zukam? So, den haben wir schon erstmal ausgeschalten. Da waren Geschosse noch und nöcher. Da musste ich jetzt erstmal ausweichen. So, den erstmal schnell weg. Dann als nächstes den da weg, weil, ne? Wenn ich die ja nicht weg habe, habe ich da echt ein Problem.
Boah. Also. Jo, ist echt mein. Nein! Und du blödes. Wieso ist der da durchgekommen? Versteht ihr, was ich meine? Meint halt diese Säbel- oder diese Wirbelattacke oder wie auch immer die sich nochmal nannte? Aber egal. Wir haben es abgeschlossen. Es wären 10.000 mehr dazugekommen, ne? 10.000. Das wäre Ergebnis wahrscheinlich A gewesen. Schade. Schade, schade, schade. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann bedanke ich mich für einen Daumen nach oben und sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Truhaut rein. Tschüss.